Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr es im Titel lesen könnt, heute geht es um unseren neuen My Junior Vita Hope. Den werden wir jetzt zusammen auspacken. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ich bin so gespannt, wie er aussieht und ja, wie die Farbe so rüberkommt. Wir haben uns für das dunkle Grün entschieden und ja, ich bin mega gespannt, wie das denn in echt aussieht. Ich habe es bis jetzt nur online gesehen. Aber ich würde sagen, wir legen los. Ich schneide das Ganze mal auf. Als allererstes haben wir hier den Sicherheitsbügel mit dem wunderschönen braunen Leder. So, und hier sind die Räder drinne. Das sind die Vorderreifen. Hier. So sehen die Vorderreifen aus, aber ich zeige sie euch gleich nochmal am Wagen. Da haben wir schon mal auf jeden Fall zwei Stück natürlich. Und dann, was haben wir hier noch? Ja, schon direkt das Gestell. Guck mal hier. Direkt das Gestell, das ist ja mega leicht. Wahnsinn. Und dann haben wir direkt schon den Sportsitz. Sehr schön, der Sportsitz. Und, oh, die Achse. Da ist noch mehr drin, genau. Einmal wieder Pappe. Oh, und dann kommt die Babywanne. Guck mal, Karton ist leer. Der Karton. So, ich würde sagen, wir holen erstmal die Babywanne raus. Dann haben wir, wow, eine Wickeltasche sogar dabei. Die Sonnenblende vom Sportsitz, denke ich mal. Oder, nee, von der Babywanne, genau. Ein Einsatz für die Babywanne. Eine Kuscheldecke. So, und dann ist da noch die Matratze drin. Aber die bleibt drin, ja? Erstmal hier die Babywanne aufbauen. So sieht sie aus. So, die Babywanne ist fertig. So sieht sie aus. Wir haben jetzt hier noch die Sonnenblende ran gemacht und die schöne Winddecke. Die hat hier so Taschen. Und hier kann man das auch so abmachen. Und das hier ist auch noch mit Magnet. Also die Farbe gefällt mir mega gut. Hier hinten kann man das hier auch noch aufmachen und dann kann das Kind später rausgucken. Auch mega praktisch, aber die Funktion zeige ich euch dann in einem anderen Video. So, dann packen wir mal die Wickeltasche aus. Die war da ja auch gratis dabei. So sieht die aus. Auch in dem Grün richtig schön. Gucken, was da noch drin ist. Oh, da ist tatsächlich noch was drin. Einmal ein Insektenschutz und das Regenverdeck. So, jetzt baue ich mal das Gestell auf. Das ist so leicht. Wahnsinn. Drauf gesteckt. Zack. Ne, die Reifen müssen hier oben ran, Lia. Hier müssen die jetzt ran. Guck mal, hier sind so Schutzkappen drauf. Und dann können wir die hier raufstecken. Hier haben sie es noch drin. So, jetzt guck. Kann die sich sogar drehen. Und fest. Ja, jetzt müssen wir wieder hinstellen. Genau. Jetzt kommen die vorderen Reifen, ne? So. Ja. Wo sind denn mal die anderen Reifen schon? Da vorne, die? So. Babykugel. Dankeschön. Guck mal. Kann man auch hier einfach raufstecken, Baby. Zack. Haben wir noch den Sportsitz hier eingepackt. Ja, den machen wir jetzt auch. So. Guck mal. Zack. Richtig hübsch. Den machen wir jetzt mal auf den Wagen rauf. Ne, mein Schatz, auf den Wagen rauf. Klick. Hier rein. Willst du da rein? Kleine Maus sitzt jetzt im Wagen. Einmal gibt es nämlich noch eine
geschlossene Tasche für unten drunter. So sieht es aus. Also hier seht ihr, ist eben eine Einkaufstasche unten dran, die ist halt offen von allen Seiten, also die ist halt so zum Netz. Aber es gibt noch eine, die könnt ihr euch als Zubehör kaufen, die komplett geschlossen ist. Und das fand ich auch mega praktisch und die ist auch hier an der Seite mit Magnet, dass man richtig gut rankommt. Da hat man hier so ein Fach, um die zu befüllen. Genau, sowas gibt es noch für den Wagen, da kann man die eben austauschen. Dann haben wir noch dazu ein Getränkehalter, natürlich, das muss natürlich sein. Dann noch die Maxi-Cosi-Adapter, also Babyschalen-Adapter, um nachher die Babyschale drauf zu montieren. Und dann gibt es auch noch einen Handyhalter. Und eine Decke habe ich mir noch dazu bestellt. Und dann habe ich mir noch diese Shopping-Bag hier dazu besorgt. Die könnt ihr hier einfach an den Griff ranmachen, sozusagen. Und dann hier unten mit denen nochmal ans Gestell. Und dann habt ihr hier an der Seite nochmal so eine Tasche. Seht ihr das? Genau, habt ihr nochmal so eine kleine Shopping-Bag, falls der Platz unten nicht reicht. Das ist mit zwei Kindern auf jeden Fall mega praktisch. Ja, meine Lieben, und dann war es auch schon von diesem Video. Wir haben eigentlich das 3-in-1-System bestellt, das heißt mit der Babyschale noch dazu. Die Babyschale kam aber nicht mit, die kommt in einem weiteren Paket, ich zeige euch dann im nächsten Video auch nochmal. Das ist auf jeden Fall einfach eine Babyschale in der gleichen Farbe. So, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!